Hallo Menschen, ich hoffe es geht euch gut. Heute bin ich nicht alleine, meine Schwestern sind auch dabei. Und wir sind gerade in Zürich, wir gehen was trinken. Und dann später werde ich nach Hause gehen, ich muss euch da unbedingt noch was zeigen. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen mitnehmen kann, weil so viel passiert eigentlich nicht dieses Wochenende. Aber ich dachte mir, besser etwas als gar nichts. Und jo, bis dann. Wir sind wieder zu Hause und Leute, ich muss euch einfach zeigen, was wir momentan zu Hause haben. So süß. Sie schläft so süß. Lasst einen Daumen nach oben. Eigentlich haben wir ja die Katze unsere Freundin geschenkt, aber ihr Vater war allergisch. Und deshalb ist die Katze momentan bei uns. Sie ist einfach so süß, aber auch anstrengend. Und ja. Was sagst du zur Katze? I love her. She's so, such a beautiful girl and I love her. Yes, that's it. Sie ist einfach so süß. Wir wollen sie am liebsten manchmal so zerdrücken. Genau so. Schaut mal ihre Pfoten, so süß pink. So Leute, wir haben uns fertig gemacht und gehen jetzt was essen mit meiner Schwester Vanessa und einer Freundin Biosa. Und ja, ich nehme euch jetzt mit. Ich weiß nicht, was wir essen gehen. Vielleicht gehen wir an den Weihnachtsmarkt. Oder, jo, mal schauen. So, die Biosa ist schon hier. Hi! Du bist im Vlog drauf. Guten Morgen, wir sind gerade unterwegs und zwar werden wir uns heute mit meiner Weddingplanerin treffen. Wir werden ein bisschen über die Deko und so reden, ich bin mega aufgeregt. Wir wissen auch noch nicht ganz genau, in welche Richtung es gehen wird, aber dass ihr schon mal Bescheid wisst, ich werde jetzt über dieses Thema reden und diskutieren mit meinen Schwestern, sie sind auch dabei. Und ja, ich glaube, zu dritt und mit unserer Weddingplanerin wird das eine so schöne Hochzeit und ich freue mich extremst drauf. So Leute, ich bin jetzt in der neuen Wohnung und ich habe jetzt gerade mein Video gedreht, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Das ist dieser Look von Fenty Beauty mit den Produkten von Fenty Beauty. Was ich euch unbedingt noch zeigen wollte ist, es hat sich in meinem Dings... Es hat sich in meinem Ankleidezimmer was geändert. Und zwar habe ich endlich die Bilder von Desenio bekommen. Ich zeige euch die jetzt einfach mal. Die sind einfach so schön. Das sieht einfach komplett anders aus, wenn die Bilder hier im Zimmer stehen. Und ich zeige euch jetzt, welche ich ausgewählt habe. Ich habe einmal diese zwei Bilder hier hingestellt. Sieht einfach so schön aus, wenn man da dann noch schöne Kerzen hinstellt und da vielleicht noch ein bisschen Deko, sieht das einfach ganz anders aus. Ich habe die jetzt nicht aufgehangen, weil ich sie so stehend schöner finde und auf dieser Seite habe ich diese Rosen und da dieses Symbol von der Frau und von diesem Mann, sieht einfach so, ich weiß nicht, sieht auch einfach ganz anders aus, als wenn da einfach gar nichts steht oder nur ein bisschen Deko. Da kann man dann einfach so eine runde Platte hinstellen mit Kerzen oder Parfüms. Sieht einfach ganz anders aus. Ich habe hier die Größe
30 mal 40 und hier habe ich die Größe 50 mal 70. Dann habe ich noch im Schlafzimmer Bilder hingehangen, also hingestellt, weil ich das einfach schöner finde, wenn man die so hinstellt. Ich zeige euch das. Falls ihr auch Interesse habt, bei Desenio diese Bilder einzukaufen, dann habt ihr einen Rabattcode vom 18. bis 19. Der heißt Mimosale, habt 10% auf alle Bilder und ausgeschlossen sind einfach die Rahmen und die personalisierten Bilder. Es gibt noch so Bilder, da kann man sogar so personalisierte Sachen hinschreiben, Sternzeichen und so weiter. Darauf hat man einfach keine 10%. Aber auf alle anderen Bilder bekommt ihr mit dem Code MIMOSALE 10%. Ich zeige euch einfach, wie das hier auch noch aussieht. Das sind jetzt die Bilder, die ich im Schlafzimmer hingestellt habe. Wir haben jetzt die Kommode aufgehangen und hier haben wir jetzt die Bilder hingestellt. Ich habe hier mich für dieses Bild entschieden, weil ich es einfach so warm finde. Es hat noch so schöne Töne drin, damit bei mir im Zimmer nicht alles nur weiß und schwarz ist oder weiß-grau ist. Hier habe ich wieder dieses Symbol von Mann und Frau für das Schlafzimmer und eine Feder, weil sich die Federn bei mir im Schlafzimmer sehr oft abspielen. Und das sieht dann einfach so aus. Sieht wirklich schön aus. Ich weiß nicht, ob ich euch schon gesagt habe, dass jetzt dieses Geweih endlich steht. Und ja, ich weiß, es macht einfach so einen anderen Eindruck, als wenn hier einfach nichts hangen würde. Und ich wollte euch das unbedingt noch zeigen, weil das einfach so unglaublich schön aussieht. Die sind auch sehr einfach. Wartet, ich gehe ins andere Zimmer, da ist mehr Licht. Genau. Was ich euch sagen wollte ist, dass sie richtig einfach reinfügen kann. Also man drückt einfach ein bisschen drauf und dann schiebt man das so ein bisschen rüber. Falls ihr Inspus braucht oder sonst was, könnt ihr auf der Seite nachschauen. Dort gibt es auch Farbkombinationen, die ihr eingeben könnt. Zum Beispiel könnt ihr Orange eingeben oder Beige, also was ihr eigentlich möchtet. Und dann kommen da ganz viele Vorschläge, die auch zusammenpassen. Und falls ihr Ideen braucht oder Hilfe braucht, könnt ihr mir auch gerne persönlich auf Instagram schreiben. Ich helfe euch natürlich gerne. Ich mag sowas voll, Sachen zu kombinieren. Und ja, ich bin mega zufrieden und ich kann euch das mit gutem Gewissen empfehlen, weil die Bilder einfach von der Qualität, von der Bildauflösung so gut aussehen. Also wirklich, als hätte man das mit dem Handy dorthin gestellt. Und es sieht einfach so schön aus. Ich freue mich, wenn das ganze Zimmer fertig ist. Dann werdet ihr nochmal ganz genau verstehen, was ich mit diesen Bildern so meine, wie das zum Ausdruck kommt. Und ja, wenn ihr auch Interesse habt, was zu kaufen, dann ich verlinke euch Desenio unten in der Infobox und eben mit dem Code MIMOSALE habt ihr 10%. Dann haben wir uns endlich für ein Datum entschieden, wo wir ausziehen werden. Es wird am 1. Januar stattfinden. In dieser Zwischenzeit werden wir in Kosovo sein. Wir werden Weihnachten und das neue Jahr dort verbringen. Und ja, dann geht es eigentlich direkt nach Kosovo hier in die Wohnung. Da werde ich definitiv hier einziehen. Und ich bin einfach so aufgeregt. Ich habe jetzt ein paar Sachen unten vom Auto geholt. Und zwar habe ich jetzt einen Karton und ein paar Sachen geholt. Zeige euch das gleich. Und ja, ich zeige euch jetzt auch ein bisschen, wie ich das so einräume. Ich habe keine Ahnung, es ist voll schwierig. Irgendwie, früher hat das meine Mutter gemacht, einfach mir gesagt, wo ich was hinstellen soll. Und jetzt muss ich alles selbstständig entscheiden, wo was hinkommt. Ich bin ein bisschen überfordert, weil ich so viel Platz habe. Und trotzdem weiß ich irgendwie nicht, wo was hin soll. Gibt es ein System für solche Sachen? Falls ihr mir Tipps geben könnt, bitte schreibt mir das in die Kommentare oder eben auf Instagram. Insta. Und dort heiße ich mimosa.le. Schreibt mir doch mal da ein paar Inspos. Ich weiß nicht, es ist mega schwierig. Ja. Ich nehme euch jetzt ein bisschen mit, so mit Zeitraffer und so. Wisst ihr, wie geil es wäre, wenn ich jetzt so machen könnte und alles wäre jetzt im Schrank drin.
Ja, nun, ihr könnt vorspulen oder zuschauen. Ich liebe solche Sachen, so Zeitraffer-Dinger sind für mich voll spannend, weil das mich so beruhigt. Ist das krank? Ja, ich glaube schon. Ja. Ich nehme euch jetzt einfach mit. Ich habe jetzt einen Karton mal hochgeholt. Und hier sind meine neuen Schuhe. Ich zeige sie euch dann. Da hat es ein paar Jacken. Mein Schrank aktuell sieht so aus. Also kein System, nichts. Einfach mal diese Kleider, die ich jetzt schon hier hatte, habe ich hier reingemacht. Und ja, ich muss jetzt mir überlegen, wie ich das Ganze mache. Ich werde bestimmt die Mäntel halt an einem Ort. Aber ich weiß nicht, macht ihr das, dass ihr die Sachen, die Wintersachen in den Keller tut und die Sommersachen dann hochholt? Oder wie macht ihr das so? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Wie ich das so aufgeteilt habe. Hier habe ich die T-Shirts mal hingelegt. Und also das sind nicht alle meine Kleider. Das war jetzt ein Karton von keine Ahnung wie vielen. Hier habe ich jetzt mal die Jacken hingehangen. Dann hier werde ich, glaube ich, meine Jeans reinmachen. Hier habe ich alles Bodies, außer das, aber ich will das nicht aufhängen. Das sind alles Bodies. Und die werde ich hier reinmachen und dann zusammenlegen. Hier habe ich mal alle so Kleider, Hemden, lange T-Shirts und so weiter. Dann hier habe ich mal die Pullover. Hier werde ich so speziellere Hosen, also natürlich meine Schlaghosen, die ich ja über alles liebe. Genau, hier werde ich einfach so speziellere Hosen reinmachen. Und hier unten wahrscheinlich dann Shorts. Dann habe ich hier jetzt mal die Blusen aufgehangen. Und hier unten werden wahrscheinlich dann spezielle T-Shirts und so weiter, die man vielleicht zusammengelegt nicht so gut erkennt. Ich finde eben, bei den T-Shirts sieht man direkt, welches T-Shirt welches ist, weil man sieht ja den ganzen Aufdruck. Einfach gut zusammenlegen und dann sieht man das auch. Ich kann euch das mal zeigen, wie ich das mache, weil ich habe ja im Verkauf gearbeitet bei der Textilabteilung und deshalb habe ich auch ein bisschen Ahnung, ne? Habe ich da was mitgenommen nach all den Jahren. Ja. Oh Scheiße, ich habe jetzt falsch zugemacht. Genau, hier habe ich jetzt alle Mäntel aufgehangen. Einen Anzug noch von meinem Verlobten. Dann hier werden dann Socken, Unterwäsche und so weiter kommen. Und wahrscheinlich hier noch die Jeanshosen von meinem Verlobten. Er hatte noch diese Ecke hier. Leute, es tut mir leid. Ich habe leider vergessen, die Endszene zu drehen. Deshalb hier der Krena, der das für euch macht. Danke vielmals, dass ihr bis jetzt zugeschaut habt. Und